Da ist der Ausgang. Die Frage ist halt nur, ob wir noch irgendwas benötigen da drüben. Nicht, dass wir jetzt noch einen Schlüssel brauchen. Denn wenn wir einen brauchen, dann haben wir jetzt echt verschissen. Sie ist hier. Ja, das ist sie. Scheiße, ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Ich gucke auf den Boden, ist mir scheißegal. Alter, ich will meinen Teddy drücken. Kann die sich eigentlich irgendwie teleportieren, oder? Oder wie läuft das mit der... Ich kann mich hier nicht verstecken. Hier wieder, okay. Alter. Alter. Ich gehe erstmal hier lang. Boah, da scheint auch nichts so Spannendes zu sein. Da ist wieder irgendwas. Ein Bett. Das Buch können wir uns wahrscheinlich... Ah, da ist sie. Da ist sie. Scheiße. Ich verstecke mich hier unterm Tisch. Sie kommt. Ah, geh weg. Weiche. Winde, du Scheiß. Scheiß Mistvieh. Okay. Wo Mist... Ah, ich verstehe. Wir müssen den Stuhl wegschieben und hier durch. Und da ist wieder das Gesumme unserer Mutter. The next memory. Oh, du, vor allem die nächste Erinnerung. Halt, it's your book. Listen. They had not dug far before it started to rain. Quickly, climb out, or there'll be trouble again. See, the little bunny is climbing out of the hole. So mag ich meine Mutter ehrlich gesagt lieber. Alter, jetzt raus, raus hier rein, das verdammte Roy. Die haben bloß eine Erinnerung, das heißt, wir müssen dann nochmal irgendwo hin, ey. Alter, wann ist dieses Spiel endlich vorbei, ey? Ich muss ja sagen, ich habe mir vorgenommen, das komplett durchzuspielen. Es ist jetzt 11:30. Ich nehme schon eineinhalb Stunden auf. Und so langsam, so langsam habe ich echt Schiss. Uns hätte was zustoßen können, Teddy. Oh Gott, ist der blöd. Ich kann gar keine Witze mehr machen, jetzt mal ohne Scheiße. Alter. Ich muss echt sagen, großen Respekt. Der Roar. Ja, vielleicht bist du ja auch der Grund, warum ich hier bin. Was wollte ich sagen? Das Schöne hier ist, es ist halt wirklich Psycho-Horror. Es sind nicht nur so Jumpscares, sondern es ist wirklich, wirklich, dass man Angst hat. Und nicht bloß so, buh, ah. Ja, so jetzt so Like Daylight oder so Ekel-Horror wie Outlast. Hier ist es so echt krasser Psycho-Horror. Und solche Spiele spiele ich tatsächlich lieber. Ja, du bist da. Auf in die nächste Erinnerung. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht.
Dann wieder einmal rein ins Rohr der Verdammnis. Aber erstmal laden. Alter, ey. Wer weiß, wo es jetzt hingeht. Egal, wo es hingeht, ich hoffe, dass die Alte nicht da ist. Okay, wo sind wir jetzt? Hier ist eine Lampe. Wir müssen, glaube ich, da oben lang. Irgendwas. Es ist beinahe wie in so einem Glockenturm, könnte man fast schon sagen. Hier ist wieder ein Spielzeug. Okay, da sollten wir vielleicht nicht runterfallen. Schachbrett. Huch. Und da habe ich wieder aus dem Bild geklickt. Scheiße. Warte mal kurz. Und einmal auf Fortsetzen. So, jetzt geht's wieder. Ich weiß auch nicht genau, wo da immer das Problem ist. Liegt vielleicht daran, dass ich zwei Bildschirme habe. Okay, hier kommen wir auf alle Fälle rein. Ach so. Okay. Das ist zwar ein bisschen verbuggt, aber ist auch nicht schlimm. Ich komme ja trotzdem hoch. So, dann sind wir auch schon. Alter, da ist schon wieder so ein verkackter schwarzer Mantel. Ich hasse diese schwarzen Mäntel. Kein Mensch hat so viele schwarzen Mäntel. Nicht mal jemand, der bei der Bank arbeitet, hat so viele schwarze Anzüge. Und ich habe mich gerade auch voll vor diesem Ding da unten wieder erschrocken. Okay, es fährt immer ein Stück ein, wieder aus. Okay, schnell hoch hier, bevor es uns irgendwie zerquetscht oder so. Komm halt ab, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es zerbrechen können. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht hochgehen. Hoho, das war also natürlich auch ganz schön knapp. Aber tatsächlich zu erwarten. Diesmal habe ich es tatsächlich erwartet. Und deswegen habe ich mich auch nicht erschrocken. Okay, dann gehe ich jetzt einfach mal hier hoch. Zweifel kaputtes Licht. Und wieder eine Tür. Hier ist aber diesmal gar nichts drin, ne? Ist hier was? Die Spielbox. Alter. Okay, können wir gar nichts machen. Teddy, hilf mir. Ich will jetzt nicht ohne Licht sein. Auf gar keinen Fall, ey. Boah, dieses Spiel ist echt krass. Okay. Was gibt's hier noch? Eine Tasche? Ist das die Alte gewesen oder war das jetzt einfach nur ein Mantel? Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Alter, was ist denn jetzt hier los? Alter, die Lampe da hinten. Da. Alter. Ich hab grad gedacht, da steht eine und die guckt mich so an mit ihren großen roten Augen, ey. Spiel echt keine Horrorspiele, wenn du gute Fantasie hast, ey. Du wirst verrückt. Was ist da? Holt mich hier raus oder auch nicht. Wahrscheinlich Bildchen wechsel dich. Was ist hier noch? Da ist noch ein Bild. Haben wir uns hier vielleicht versteckt als Kind? Also praktisch, was heißt als Kind? Wir sind ja immer noch Kind. Okay, da geht's auf alle Fälle runter. Wir können hier nicht durchs Bild, oder?
Nein, können wir nicht. Okay, dann müssen wir wohl hier runter. Okay. Ist da was Neues? Nein, ich glaube, das war vorher schon. Hier können wir rausgucken. Dann wird es wohl eher hier rausgehen. Wenn ich mir diese Zeichnung da angucke, dann denke ich mal, wird die alte wieder hier sein. Oder? Alter. Schon wieder schwarze Mäntel. Ganz ehrlich, man hat doch niemals mehr als zwei schwarze Mäntel. Was sind das immer für schwarze Schleifspuren? Stand da gerade jemand? Ist das Gummi oder... Oder was ist das? Ist das da Blut? An diesem Schlafanzug da? An diesem... Keine Ahnung, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Irgendwas P. Pyjama. War das da Blut an diesem Pyjama? Wenn du ein Objekt hältst, kannst du es mit dem White Mouse Button werfen. Okay, wir müssen wahrscheinlich da reintreffen. Wenn man denn trifft. Na komm. Kann ja nicht so schwer sein. Oder auch doch. Alter, ich bin zu blöd dafür. Aber gut. Erkenntnis ist wohl der erste Weg zur Besserung. Ey, komm, also. Weißt du, ich werfe mir die ganze Zeit den Ball gegen den Kopf. Wie sieht denn das aus? Nein, endlich. Okay, einer. Müssen wir die jetzt auch noch reinwerfen, oder was? Komm schon, ey. Das war jetzt aber echt sehr knapp. Der hätte ja eigentlich getroffen. Okay, dahinter ist jetzt der Ball. Oder sollen wir damit jetzt die Tür aufziehen? Ich muss ja gar keine weiteren reinwerfen. Okay, oder scheinbar doch. Ich nehme erstmal nochmal einen Tennisball. Einfach, weil ich weiß, dass es bei denen funktioniert. Oh, shit. Na komm. Und bop. Oh, scheiße. Mann, ey. Ich bin so ein Loser. Ich kann mit zwei noch keine Bälle werfen. So, reicht das jetzt? Nein, ist immer noch geschlossen. Dann nehme ich mir auch nochmal den Tennisball. First try. Also, jetzt nach dem dritten Mal. Das reicht immer noch nicht. Okay, dann müssen wir wohl doch auch noch die Basketbälle werfen. Ach, da oben ist auch noch was. Wie komme ich da hoch? Ich komme da nicht so einfach ran. Ach so, ich kann... Ich Idiot. Okay, pass auf. Das war ein Anfang. Warte mal, ich nehme dafür jetzt einfach mal den Fußball. Weil der größer ist und schwerer. Okay, das wird mit dem überhaupt nichts. Wo ist jetzt überhaupt der andere Basketball? Ballen. Ach, da vorne liegt er, okay. Weiß jetzt wirklich die Rätselslösung und habe jetzt fast keine Chance mehr, weil ich schon die ganzen Bälle da fast hintergeworfen hätte. Ja. Ausgezeichnet. Hä? Was denn los? Wahrscheinlich hat Mutter gehört, dass wir jetzt irgendwas umgeworfen haben. Das wird dir wahrscheinlich nicht so gut gefallen. Aber was soll ich machen? Ich muss ja irgendwie hier rauskommen. Ich habe gedacht, wir müssen da Bälle reinwerfen. Da ist auch nochmal so ein Stern.
Okay, der Stern hängt da vorne. Ich vermute, wir müssen ihn halt nur irgendwie rauslösen. Das weiß ich auch nicht, Bär. Wir müssen irgendwie nach da. Können wir hier was machen? Nein. Kommen wir aber alles klar, hier kommen wir nicht durch. Also da durch den Schrank scheinbar. Das sieht aus wie eine Treppe. Kotzt die Mutter da oder was macht die? Da auf dem Bild? Sieht beinahe danach aus. Oh, das wird eng. Jetzt sind wir hinter dieser, alles klar. Oh, komm jetzt hier. Ich krieg das da nicht weg. Gleich haben wir's. Okay. Sieht sich doch bestimmt wieder zurück jetzt. Ach nee, scheinbar ja nicht. Okay. Aber was sollen wir jetzt machen? Was bringt uns das jetzt? Können wir jetzt hier hochklettern? Können wir ja nicht, ne? Das bringt uns da gar nichts. Können wir hier durch? Nein. Sie kriegen wir auch nicht weg. Ich gehe jetzt einfach noch mal gucken, ob es jetzt vielleicht da irgendwie jetzt einen Gang freigesetzt hat oder wer sich das durchgeschoben hat, da ein Gang entstanden ist. Das kann ja auch sein. Ach nein, die Alte ist da. Die Alte ist da. Die ist aber nicht die ganze Zeit da, oder? Bitte nicht. Ich will die echt nicht hier haben. Und ich habe da meine Gründe für. Kann man denn mit zwei noch keine einstweilige Verfügung ausführen, ausüben? Ausrufen, einklagen? Oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich glaube, einklagen trifft es schon ganz gut. Alter, ich will ja bloß noch raus. Alter. Okay. Okay, wir können den Stern da irgendwie nicht rausnehmen, scheinbar. Müssen wir noch woanders nach dem Stern suchen? Wo geht's denn hier lang? Ich glaube, das ist nicht unser Stern, den wir brauchen. Wir müssen erst noch woanders einsuchen. Da kommen wir nicht rein. Teddy, spende mir Licht. Nochmal eine kotzende Mutter. Also zumindest sieht es danach aus. Okay, ich gehe erstmal woanders lang. Hä? Alter. Bälle? Aber wir sollen nichts werfen, oder? Wo geht's hier noch lang? Okay, ich glaube, hier wird wohl richtig sein. Ah, wir sind wieder in der Küche. Oder zumindest was Ähnliches. Wie die Küche. Da oben.